Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden jetzt mal... Upsala, das mit dem Scrollen, das ist wirklich noch schwierig. Da muss ich noch ein bisschen dran, mich noch dran gewöhnen. Vielleicht muss ich auch irgendwo einstellen, dass wir die Scrollgeschwindigkeit etwas zu geringer machen oder reduzieren. Genau, das war jetzt das Wort, was ich gesucht habe. So, wir werden uns jetzt hier aber nochmal Fahrzeuge kaufen, und zwar europäische Fuhrwerke. Und da werden wir nochmal 10 Stück kaufen. So, ne, nicht 0 Stück, sondern 10 Stück, so. Und werden denen nochmal die Linie 1 zuweisen hier. Ah, das macht jetzt aber auch kein schönes Geräusch. So, gut, dann gehen die nämlich auch los, denn ich denke mal, das können wir durchaus riskieren und dann nochmal zwei, nochmal eine 10er-Struktur losschicken. So, genau, jetzt wollte ich mal ganz kurz in den Einstellungen gucken, ob ich hier die Scrollgeschwindigkeit irgendwie einstellen kann. Ah, hier kann ich auf jeden Fall... Ah, die Währung kann ich nicht einstellen, oder? Verschiedenes, Oberfläche, nee, Steuerung. Gibt es hier irgendwas mit Scrollgeschwindigkeit? Sehe ich erstmal nicht. Na gut, okay. Gut, dann fortsetzen. So. Hätte ich jetzt eigentlich fast aber erwartet, dass wir sowas haben. So, was ist da los? Warum steht der da? Ach so, der hängt hinter dem fest hier. So, hinter Hildegard? Was ist das? War das mit Hildegard? Hildegard, Tatsache. Hildegard, Erna. Erna. Guck mal hier, das ist gut. Ziel Wohngebäude. Super. Also man kann sich ja auch alles angucken und anzeigen lassen, wo die einzelnen Leute hinwollen, was sie machen wollen, warum sie was wollen. Das ist schon richtig klasse. So. Heute ist geplant, hier einen Bahnhof zu erstellen, der quasi dann später auch Güter und alles andere antransportiert gekriegt werden oder bekommen kann. Und dann natürlich hier die Personen mit einem Bussystem an den Bahnhof gebracht werden und dann theoretisch mit der Bahn auf schnellerem Wege als dieser Straße, diesem Feldwege, nach Kirchbeck an der Jagst transportiert werden. Hier können wir Werkzeuge und was können wir hier noch abliefern? Kirchbeck an der Jagst. Was ist das hier? Treibstoff. Alles klar. Treibstoff könnte man da oben herstellen. Müsste man hier einmal rüber und dann müssen wir durch Kirchfeld durch. Das ist ein ziemlich langer Weg. Deswegen, das lohnt sich noch nicht, oder das müssen wir dann halt später mit Eisenbahnen und ähnlichem machen. Also hier könnte man auch eine Eisenbahn durchlegen, die hier sozusagen das Eisen holt, die Kohle holt und dann hier unten hinbringt und dann das weiter hier drin bringt. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich den Kunststoff oder sowas, was man dafür braucht. Ich glaube, es ist Kunststoff, ne? Ja, den Kunststoff, wo ich den herkriege. Da sehe ich jetzt erstmal kein Werk für. Auf Anhieb hier in der Nähe. Vielleicht kommt das auch wirklich erst später mit dem Kunststoff. Aber Waren? Hm, naja, weiß ich nicht. Das hier hinten? Zahnräder? Maschinen? Ah, okay. Na gut, es gibt immer wieder neue Sachen. Hier sind auf jeden Fall schon mal 10 oder 20 Fuhrwerke für uns unterwegs. Wir werden jetzt den internen Verkehr hier leiten und dann hier den Bahnhof bauen. So. Das heißt, wir brauchen erstmal Bushaltestellen. Achso, das gibt's auch hier als Truckstop, okay. Also als Unload-Strecke. So, und dann sehen wir jetzt hier neuerdings eine Ausleuchtzone, welche Gebäude alle quasi damit erreicht werden. Das ist schon mal ganz schön. Also das gefällt mir sehr gut. Dann können wir nämlich hier sozusagen mal erste Bushaltestelle gebaut. Ja, sehr schön. Ja, danke. Das habe ich getan. Da hast du recht. So, dann bauen wir hier noch eine hin. Ich glaube, wir müssen auch auf die andere Straßenseite eine bauen, damit wir auch an beiden Seiten rankommen, ne? So, dann würde ich hier nochmal eine auf beiden Seiten setzen. Und dann müssen wir hier natürlich gleich, denn wenn wir den Bahnhof haben, den Bahnhof noch mit anschließen. So, dann machen wir eine neue Linie fertig. Neue Linie, und zwar nennt sich die dann halt eben städtischer Nahverkehr. So, das ist aber eine lange Tour, wo ihr ein bisschen, warum dreht ihr da hinten erst um? Naja, gut. Naja, dann ist es halt so. Gut, dann fahren die nämlich von hier erstmal durchs Industriegebiet, dann dahin und dann wieder zurück. Und dann können dann die Leute dann immer ein- und aussteigen, wie sie möchten. Nur, dass der Drehpunkt hier hinten liegt, das finde ich ein bisschen schwierig gerade. So, das ist quasi der die Buslinie. Buslinie Marbach. So, ist hier nur eine bis jetzt so momentan und deswegen kann man die auch einzeln erstmal so benennen. Das müssen wir dann später noch spezifizieren, wenn wir natürlich denn der Ort größer ist und wir dann hier noch ein wenig mehr dazu bauen und mehrere Linien halt eben
im Gebrauch haben. So, jetzt ist hier immer an den Kreuzungen, ist immer rechts vor links anscheinend. Da warten sie mal auf irgendwas. Okay, also durch die Stadt fahren sollten wir sie nicht lassen. Also wir könnten sie auch mal hier hinten rumschicken. Was ist das für ein Wald eigentlich hier? Kann ich ihn abholzen? Oder kostet mich das, wenn ich ihn abholze? Weiß ich nicht. So, wir kaufen jetzt erstmal Fahrzeuge. Kann ich eigentlich, warte mal, kann ich eigentlich auch so? Nee, da kann ich nicht. Okay, gut. Fahrzeuge kaufen, Postkutsche. Und da kaufen wir jetzt 5 Stück. So, und die setzen wir alle auf die Linie Bus. Au, das ist ein fürchterliches Geräusch. So, gut. Dann haben wir das nämlich. So, jetzt sind hier oben die 10 angekommen. Die 10 sind jetzt bald hier. Jetzt wird es natürlich interessant, wie schnell die produzieren hier, wenn die jetzt Materialien kriegen. Also die Produktion ist jetzt 0 von 100. Sie würden 100 mal was produzieren. Sie ist auf Level, keine Ahnung, 1,5 hätte ich jetzt gesagt, dass wir hier eine Levelstufe 2 haben. So, die Lieferanten sind natürlich der Mühlheimer Steinbruch, der momentan eine Produktion von 400 hat. Okay, wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück hier in dem Schirm? Kann ich einfach so zurück? Nee, das ist ja natürlich schade. Das würde ich ja noch ganz gerne sehen wollen. Und den nehmen wir hier, ne? Der hat versendet 100, Transport sind 4%. Okay, so, Abnehmer ist natürlich auch Marbach am Neckar und da würden sie ganz gerne 1 versenden, Transport sind minus 100%. Das heißt, hier liegt jetzt schon 1 von 4 von diesen Bausteinen drin. Ne? Das heißt, also das, was die anliefern, und dann wird es hier wahrscheinlich auseinanderziehen, wird dann quasi dann weiter transportiert. Und naja, ich denke mal, das wird hier wirklich dann die Sache sein. So, erste Passagier wartet. Sehr schön. Also Errungenschaften kriegt man hier für alles. Bin ich erstmal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viele Errungenschaften man generell kriegt. 3.719 Dollar haben wir damit schon mal Gewinn gemacht. Mit dieser einen Tour. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht mit dem einen Fahrzeug. So. Und der will jetzt nicht weiter. Okay, also können wir hier nicht warten auf Ende machen. Das ist schade, schade, aber so ist es halt. Oha. Erster Bus ist angekommen auf einer Linie, erster Passagier an Bord, es gibt Errungenschaften, es regnet Errungenschaften. Wir müssen aber jetzt mal ganz kurz die Linie bearbeiten. Wie kommt man eigentlich in die Pause mit einer Schnelltaste? Gibt es da auch eine Schnelltaste für? P vielleicht? Plus, Minus? Nee, Bild auch ab? Nee, auch nicht? Hm. Na, dann müssen wir mal gucken, was sie sich da haben einfallen lassen, dass man da vielleicht eventuell auf einer Schnelltaste mit der ganzen Sache liegt. Gut. Meine Einnahmen sind aber doch relativ gering. Ich wollte jetzt aber schnell mal ganz kurz die Linien bearbeiten. Und zwar hier muss ich sagen, lade wenn vorhanden. Weil sonst kommt er hier einfach nicht weg. Also der produziert anscheinend nicht den vierten fertig. Ja, weiß ich nicht, warum er sich da so weigert gegen, aber so ist es halt. So, jetzt haben wir die Einstellung geändert. Jetzt müsste er sich gleich hier, ne, der mit den 3 Steinen wieder losbewegen. Ich weiß auch nicht, er hat 4 Produktion, Versand 3. Jetzt hat er 5 produziert, keine Ahnung, da ist uns irgendeiner abhanden gekommen. Ja, der wird jetzt nur 1 Stein mitnehmen erstmal, ne? Nö, nimmt sogar 2 mit. Keine Ahnung, Laden sind vorhanden, steht ja da. Hm. Hatte ich eigentlich jetzt gesagt, oder? Eine Linie? Naja, vielleicht kennt ihr das noch nicht. Egal, wir werden sehen, wie lange das dauert hier, aber das wird sich dann ein bisschen auseinanderziehen an der Stelle. Ich kaufe aber trotzdem nochmal 10 weitere Fuhrwerke ein. Nee, nicht 0, sondern 10. So, ich glaube, das wird doch auch nochmal passieren, dass ich mich dann tierisch vertippe. So, kaufen und jetzt kommt gleich wieder dieses nervige Geräusch. Da ist es. So. Okay, so, dann haben wir nämlich nochmal 10 weitere Fuhrwerke, die jetzt hier sozusagen rausfahren und hier denn davor sind. Und dann müsste, naja gut, ich hätte es so ein bisschen früher rausschicken sollen, dass sie so ein bisschen auf dem Weg dann mit dabei sind. So, achso, nee, die fahren ja sowieso erstmal gar nicht nach oben, die fahren ja jetzt erstmal noch hier hin. Einmal hier im Kreis, ne, und dann da hoch. Gut, okay, dann passt das ja wieder. So, dann, wie sieht es hier aus mit den Fuhrwerken? Postkutsche, da ist eine. Die hat sogar 2 Passagiere, sehr schön. Und hier oben sind auch noch welche unterwegs, die sind immer im Kreis fahren. Sehr gut. So, hast du denn Leute an Bord? 0 von 4, hast du Leute an Bord? 1 von 4, der zurück will? Naja gut, das wird sich dann noch zeigen. So, jetzt kommt's, jetzt wollen wir das erste Mal einen Bahnhof bauen. So, ein Gebäude wollen wir bauen und zwar wollen wir einen Kopfbahnhof hier an dieser Stelle bauen, weil hier können wir ja einen Kopfbahnhof anschließen. Es geht ja hier aus der Stadt eh nicht weiter raus. So, dann nehmen wir dann erstmal den Passagier-Kopfbahnhof und drehen uns den hoch.
drehen uns den natürlich dann dahin, wo wir ihn hinhaben wollen. Ich meine, es gibt auch eine Tastenkombination oder beziehungsweise eine, mit der Maus die Möglichkeit, das Ding zu drehen, aber... Ach, jetzt baue ich ihn gerade tiefer rein hier in die Erde. Okay, so. Dann gucken wir mal, kann ich mal ganz kurz die Kamera, so von oben hätte ich es ganz gerne so ein bisschen, damit man da ein bisschen was sieht. So, ja, hier haben wir eine Gebäudekollision. Theoretisch könnte man natürlich da anschließen. Aber das wird natürlich schon mal teuer, die beiden Gebäude dort wegzureißen. Und das muss ja nun nicht sein. So, jetzt ist die große Frage, wenn wir dahin wollen, machen wir sowieso eher so den Bogen nach unten, ne? Und dann hier so rüber. Das heißt also, wir könnten theoretisch diesen Bahnhof dort in dem Industrie- oder in diesem Viertel hier mit einbauen, in dem Güterviertel. Oder wir machen ihn wirklich extra. Das ist schon extrem hügelig hier, ne? Das muss man schon sagen. Also da ist schon, also die Aufschüttung, die er da macht, ist schon gar nicht so wenig. So, jetzt liegt er natürlich, warte mal, ich mach mal den nochmal neu. Ich glaube, dadurch, dass ich da jetzt einmal die Höheneinstellung geändert habe, dann wird er sowieso ein bisschen mehr machen wollen. So, jetzt, ich will es mal über die Mausrad drehen. Natürlich auch doof. So, 160 Meter lang, ja, zwei Gleise machen wir erstmal. Und dann gucken wir später, was wir da noch machen können. Und... ich würde sagen, wir setzen den so ein bisschen schräg an hier. So. Und werden dann von hier eine Straße quasi dran ziehen, die dann hier drin endet. Und werden gegenüber auf der Straßenseite quasi dann eine Bushaltestelle stationieren, beziehungsweise einen Busbahnhof an den größeren, wo dann halt die Busse quasi dann immer sich treffen können. So schätze ich es einfach mal. Momentan kriegen wir ja hier... ja. Und nicht viele Leute, das kostet 300.000 Euro das Ding, ist ja, oder Dollar, ist ja gar nicht mal so billig. So, jetzt haben wir den ersten Bahnhof gebaut, das sieht schon mal schön aus, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Straße bauen, damit der auch sauber angeschlossen ist, das ist klar. Dann nehmen wir natürlich die innerstädtische Straße mittleren Typs, so, denn den muss ich hier jetzt irgendwie, wo hatten wir jetzt hier irgendwo einen Anschluss für eine Straße oder so? Hat der einen Straßenanschluss? Ich wusste es gar nicht. Das ist ja geckig. Aha. Okay. Gut, das ist ja interessant gemacht. Okay. Okay. Gut, Straßenbautool haben wir somit auch ausprobiert. Sieht ja schon mal sehr interessant aus, was wir hier gebaut haben. So, dann brauchen wir jetzt natürlich ein Gebäude und dann würde ich ganz gerne meinen Busbahnhof bauen. Tramhaltestelle, Bus-Tramstation, ja. Oh, die hat aber einen ganz schön langen Schniepel, hätte ich fast gesagt. Anschluss hier. Bau nicht möglich. Ich würde sehr gerne da anschließen. Warte mal, ich muss dann mal ein Stück Straße wegreißen, glaube ich. Da habe ich zu viel gebaut. Wo ist denn hier ein Abrisstool? Da. Was denn jetzt? Wo? Hä? Wo kommt das denn jetzt damit mal her? Das habe ich doch gar nicht gewollt. Ich habe doch, was ist das denn hier? Bulldozer. Das ist ja Bulldozer. Okay. Nun gut. Nun ja. Dann haben wir dort halt auch einen Anschluss. Das wollte ich nur wirklich nicht. Da muss ich jetzt... da bin ich jetzt ein wenig... Nö. Merkwürdig. Okay, aber egal. Merkwürdige Sachen passieren halt. So. Und dann bauen wir den hier nämlich noch dran. So, den Busbahnhof. Zack. Dann ist der nämlich auch da drin. Und dann kriegt der jetzt, das ist die Busbahnhaltestelle da fast obsolet, aber das ist erstmal egal.
So, wie bauen wir das denn am dümmsten auf? Das ist ja hier eine ziemlich lange Strecke. Dann machen wir da noch zwischen zwei eine Bushaltestelle hier noch hin, damit die Leute von hier dann auch erstmal nochmal abgefischt werden und dann noch ein paar mehr Leute dazukommen. Würde ich sagen, dann bauen wir hier immer noch schnell eine hin. Die freuen sich doch. So, und dann kann man ja die Linie bearbeiten. Und zwar nehmen wir denn hier unsere Buslinie. Und guck mal, die fährt nämlich da schon dran vorbei. Da werden wir nicht hier nach dahin fahren. Ja, kann ich das nicht einfach hinzufügen? Haltestelle hinzufügen. Diese hier. So, und dann gehen wir mal auf den Amselweg und sagen, bitteschön, eine Haltestelle hinzufügen. Diese hier. Das ist dann die fünfte und schon haben wir hier nämlich einen schönen Rundgang, dass dann nämlich ein paar Leute eingesammelt werden und dann gut, dass die den ganzen hier hinten rumfahren und nicht da drehen, ist auch egal. Macht aber nichts. So, das sollte dann erstmal gehen. Maximale Wartezeit sind 3 Minuten, die sie momentan uns veranschlagen. Ich denke, das können wir so machen und dann ist eigentlich mit dieser Route sollte eigentlich fast die ganze, eigentlich sollte der Busbahnhof schon fast die ganze Stadt hier abdecken, aber naja, gut, okay. So, haben wir ein Haltestellennetz zumindest gebaut und hier wartet sogar eine Person auf uns. Schön. So, wie sieht das jetzt überhaupt aus hier mit den ersten Baumaterialien? Sind die denn schon geliefert? Oder kommen die da gerade erst an? Die kommen hier gerade erst an, ne? Das ist Straßenfahrzeug Nummer 24? Dann sind die ersten schon durch, würde ich sagen. Alles klar, okay. Dann sind, ja, das Straßenfahrzeug Nummer 10. 4. Okay, die haben sich auch irgendwo überholt. Naja. Gut, okay. Also sind durchaus schon auch mal hier Baumaterialien angekommen. Dann können wir doch mal direkt mal gucken. Marbach am Neckar, da haben wir 14 von 51 zumindest schon mal beruhigt und befriedigt. Einwohnerzahl 40%. Was heißt das 40%? Gesamtwachstum 52 Einwohner. Okay, gleich 134. Alles klar. Ich weiß noch nicht, wann das Wachstum quasi berechnet wird. Ob das denn jetzt jahreszahlenmäßig ist oder nicht. Aber wir haben schon, das erste Jahr ist schon rum. Ach. Weil das zweite Jahr rum. Na gut, hier vergeht ja die Zeit. So, dann haben wir das gebaut. Dann ist hier erstmal sozusagen, kann die Stadt sich entwickeln um den Bahnhof drumherum. Ich denke mal, wir werden ihn früher oder später erweitern müssen. Nochmals erstmal zwei, würde ich sagen, nach Burga Werra und in Richtung Kirchberg an der Jagst sind erstmal so deine Linien, die du hast. Vielleicht noch eine dritte Linie hier nach Kreinigfeld, aber das eigentlich braucht man das nicht machen. Weil das können wir ja dann hier durchleiten, dass dann die Leute von hier dann da durchfahren und da hinkommen. Das, denke ich, sollte funktionieren. Hoffe ich zumindest. So, okay. Jetzt müssen wir natürlich hier Kirchberg an der Jagst noch ein bisschen bearbeiten, damit denn hier auch sozusagen ein Bahnhof drin steht. Und Kirchberg an der Jagst braucht natürlich einen Durchfahrtsbahnhof, der vielleicht nach dort unten geht und hier oben hin und vielleicht sogar dann nach Böblingen durch. Beziehungsweise hier Burga Werra bitte nach Walkenstein das managen, ja. Also ich denke mal, hier braucht man einen dreigleisigen Durchgangsbahnhof. Das wird auch schon auf der Rundtour liegen, denn hier dann nachher später. Und dann ist das hier bloß ein Abzweig davon. Dass wir hier in der Ecke der Karte anfangen, war eigentlich auch nicht gedacht. Eigentlich wollte ich ja hier in der Mitte quasi die. Aber ja, hier hat es angeboten, hier haben wir gleich einen Industriezweig, den wir schnell bewirtschaften können, der auch schnell was macht und uns quasi so ein Grundrauschen an Einnahmen erzeugt. Und wir dann hier weiterkommen. So ist jedenfalls der Plan. So, heißt also, den Durchgangsbahnhof werden wir hier hinten an dieser Stadt erstmal anschließen lassen. Mich stört natürlich so ein bisschen das Hügelige, das Bergige hier, aber was willst du machen? Manchmal ist das Leben halt einfach auch gemein. So, das heißt, wir brauchen einen Bahnhof und dann machen wir hier einen Durchgangsbahnhof, Passagierbahnhof, dreigleisig, 160 Meter. Ist jetzt quasi momentan noch ziemlich over the top für das, was wir hier wollen. Aber was willst du machen? So, ich weiß nicht, die Straße kann ich nicht abreißen. Da kriege ich garantiert Ärger mit den Leuten. Und dann werden wir das hier direkt anschließen. So, zack. Dann ist der hier dran, der Bahnhof. Dann machen wir natürlich einen Busbahnhof direkt daneben, damit sich das hier sozusagen überlappt und die Leute dann von dem einen Bahnhof mit dem anderen Bahnhof sozusagen transportiert werden können. Und nein, man könnte hier noch die Straßenverbindung sozusagen im Kreis machen. Mit dabei, also ich brauche jetzt eigentlich hier, was brauche ich denn hier drin? Eigentlich brauche ich hier nur erstmal eine Bushaltestelle, die quasi dann, ja, dann machen wir hier die Straßenverbindung von hier aus nach da unten noch, damit das denn schön aussieht. So, dann bauen wir noch eine Straße hin. Nehmen wir gleich die dickere Straße. Einmal hier unten ran. So, Haken dran, fertig das Ding. Kann ich nicht upgraden? Warte mal.
Wie ist denn upgraden? Ist das nicht irgendwie hier? Nee. Moment, da muss ich, oder muss ich die Straße anklicken? Die kann ich auch nicht. Momentchen. Hm. Das geht nicht. Wegpunkt setzen? Nee. Oh, jetzt bauen die sich hier selber schon wieder Straßen runter. Ah ja. Okay, dann haben sie das jetzt selber abgegradet hier. Das haben sie denn schon als Stadt dazu gesehen. Okay, dann brauchen wir jetzt noch ein Fahrzeugdepot. Halt, das finden wir hier. Unter Gebäude und machen wir noch ein Straßenfahrzeugdepot. Das werden wir jetzt hier quasi einfach mal parallel dazu stellen zu unserem Bahnhof, oder? Eigentlich ist das völlig egal, wo es hinkommt. Hauptsache es steht irgendwo. Dreh dich mal um. Mach dich mal. Ja, mach dich mal. Mach dich, nee, hier ist es ungünstig, weil wir da mit Gleisen raus wollen. Ah, hier. Guck mal, da passt es doch wunderbar hin. So, rotieren ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. So. So, da haben wir das Straßendepot. An- und Maustaste werden wir es auch nicht los. Q werden wir es nicht los. So. Ach, wieder neue Tasten lernen. So, dann brauchen wir jetzt hier erstmal eine neue Linie. Und zwar Linie von hier. Halt. Neue Linie. Von hier nach dort. Nee, nicht. Das drittes Mal muss noch nicht ranfahren. So. Gut. Und dann fährt hier also quasi unser Bus einmal im Kreis und alles, was ihr hier ansiedelt, das kriegt jetzt schon mal eine neue Bushaltestelle dazu. Und hier können wir dann auch nochmal eine machen für die Leute, die von hier und dort kommen. Aber das sollte jetzt hier erstmal reichen. So, das Ganze ist dann, Moment, wir müssen ein Stück raus, in Kirchberg. Das ist dann erstmal die Buslinie Kirchberg. Bus-Kirchberg. So, dann haben wir das auch fertig. Dann müssen wir jetzt hier sagen, wir kaufen mal ganz gerne Straßenfahrzeugdepot, Fahrzeug kaufen, genau. Postkutschen, ich denke mal, hier würden uns erstmal drei reichen, die das dann durcheinander bringen. Zack, und dann kommt gleich das richtig schöne Geräusch. Entschuldigung. Plonk. So, gut, dann sind hier schon mal drei Busse sozusagen zugewiesen und jetzt müssen wir hier natürlich dann einmal die Gleise rauslegen. Also ich würde jetzt hier schon mal ein Gleis erstmal prophylaktisch schon mal in Richtung Burka rausziehen und ein Glas prophylaktisch schon mal in Richtung hier Kranichfeld rauslegen und dann natürlich das Gleis, was wir hier zwischen diesen beiden Bahnhöfen legen müssen. Also hier würden wir dann quasi einmal so ran und einmal hier dann nochmal nach da unten raus nach Burka oder Burka, wie heißt das da? Burka heißt das, ne? Berka. Oh Gott, Berka Werra. Alles klar. Wir werden es lernen. Wir werden es lernen. Also, dass ich das ab und zu noch falsch ausspreche, das wird garantiert passieren. Ich hoffe, ihr stört euch nicht ganz so sehr daran. Und es wird euch. So, wir machen normale Gleise erstmal. Genau. Machen wir jetzt mal ein Gleis raus. So, was dann nach unten geht. Ach, das kostet ja nur 140.000. Na, das ist ja mal. Das ist mir ein schlankes Schnäppchen hier. So, dann nehmen wir hier das mittlere Gleis noch mit. Das gehen wir dann in die Richtung raus, dass das hier so an der Straße entlang geht. Das geht ja noch vom Preis her. Und dann nehmen wir dieses Gleis hier raus. Das soll dann in Richtung dort gehen. So, dann müssen wir jetzt mal hier das Gleis bauen. Und zwar an der Straße entlang. Ich habe ja mal gelernt, immer kleine Abschnitte zu machen. Das soll Kosten sparen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Hier will er eine Brücke bauen. Ah, das Hügellicht, das hätten wir vielleicht ein bisschen noch runterstellen sollen. So, dann nehmen wir mal von hier jetzt noch das Gleis raus. So. Dass wir dann so langsam aber sicher dahin kommen, wo wir hin wollen. Und dann sieht man hier, verbinden wir das mal zwischen den beiden. So. Kostet ja nur 200. Puh, das ist teuer. Also Gleisbau ist nicht billig. So, das kann ich definitiv schon mal feststellen. So, dann werden wir hier noch ein Gleis rauslegen, was denn Richtung Berka geht. Ne? Da werden wir dann mal gucken, dass wir hier so rum um die Industrie herum und dann hier über den drüber weg und dann hier in Berka Werra ankommen. So, gut. Jetzt haben wir da natürlich ein Gleis. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn jetzt so zwei Züge dann drauf fahren, dann ist da immer ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir da so ein Stückchen Ausweichgleis machen. Ich baue sie eigentlich fast immer auf der ganzen Strecke zweigleisig. Das können wir jetzt natürlich ja, angesichts der hohen Kosten auch nochmal machen, dass wir hier rausgehen. So, zack. Und dann haben wir ja schon einmal aufgestützt. Wir müssen jetzt nur das Parallelgleis quasi
da dran bauen. Und dann sollte das eigentlich sich bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Punkt dort hinten dann immer schön mit an das andere Gleis anschmiegen und gar nicht mehr ganz so viel Geld kosten. Aber dann haben wir zumindest auch schon mal die Fähigkeit, später hier mit mehreren Zügen drauf zu fahren und Ausweichgleiche zu haben, beziehungsweise dann einen geordneten Rechts- oder Linksverkehr einzubauen. Ja, das mit den Kosten, das ist natürlich echt schon, schon sportlich. So, aber es ist fertig. So, gut. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Fahrzeugdepot, wo wir quasi die Züge einspeisen in den Bahnhof. Da würde ich sagen, nehmen wir das ruhig hier hinten raus, dass der quasi hier so ein Gleis kriegt in alle Richtungen. Also quasi, dass wir hier dann quasi aus dem Gleis raus in dieses Gleis hineingehen. So, und das natürlich mit diesem Gleis auch machen. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich eine Dreier Weiche geschafft, also beziehungsweise gut, wir haben das jetzt hier nicht miteinander verbunden, aber von dieser Seite der Zug, der kann sich ein Gleis hier aussuchen. Da müssen wir nachher später festlegen, dass er sich nur dieses äußerste Gleis aussucht zum Anhalten. Aber hier können wir dann kurz ein Stückchen Gleis rauslegen und bauen uns mal dann ein Zugdepot. Das ist ja gar nicht mal so günstig. Snap da auch noch ran. Okay, dann werden wir das mal ein bisschen drehen hier. So, 33.000, das geht wieder. So, und dann bauen wir unseren ersten Zug auf. Und zwar, ach nee, wir müssen erstmal eine Linie machen. Wir müssen eine Linie machen. Und zwar brauche ich eine neue Linie von hier nach dort. So, und dann kann hier schon mal ein bisschen was transportiert werden. Vielleicht können wir da auch später mal noch andere Sachen drauf transportieren. So, das ist erstmal so Fakt. Dann gehen wir jetzt aus diesem Schirm heraus, gehen in diesen wieder hinein, sagen Zugdepot, wir möchten ganz gerne ein Fahrzeug kaufen. Und da ist jetzt natürlich die Auswahl recht gering. Wir haben hier unseren gedeckten Güterwagen. Was kann der denn transportieren? Der transportiert alles Mögliche, aber Post haben wir hier nicht, ne? Stimmt, hier haben wir den Passagiere. Das heißt, wir nehmen die D1-3, ein recht einfaches Modell noch, welches auch nicht allzu schnell fährt. Wir sind damit circa, was ist denn hier los? Emissionen, oh, steht auch dabei. Okay, Zugkraft, Leistung, Maximalgeschwindigkeit von 40 km pro Stunde. Ja. So, die Bahn erhielt den legendären Namen Spanisch Brötli-Bahn, weil sie die feinen Züricher Herrschaften sich extra für die Fahrt einen bekannten Badener Koch Blätterteiggebäck bringen ließen. Ah ja, für die Fahrt. Alles klar, na gut. So, den kaufen wir und dann fügen wir dann noch zwei, na sagen wir mal drei Anhänger hinzu. Dann kostet der Zug schon richtig Geld, also das, den kaufen wir dann mal. Und dann nehmen wir diesen Zug und weisen ihn natürlich der Linie 1 zu. Da ist das Plinggeräusch etwas ruhiger gewesen oder die Musik ist im Hintergrund einfach schon lauter gewesen. So, dann gucken wir mal, wie sieht es hier aus mit Passagieren. 0 von 4, 1 von 4, immerhin schon mal ein Passagier. Dann können hier hoffentlich irgendwann, wenn hier auch ein paar Passagiere für Linie 1 entstehen oder anstehen. Und hier sollte ja eigentlich quasi hier die Leute angeliefert werden, damit die hier auf den Bahnhof gehen. Da weiß ich aber nicht, ob das so automatisch oder vollautomatisch funktioniert, obwohl dieser Bahnhof durch die Kurzverbindung, die er jetzt hier noch extra dazu gekriegt hat, also die sind ja alle später entstanden, diese Verbindung, finde ich ja ganz interessant, dass hier auch so wilde Bautätigkeit schon gleich einsetzt. Also das ist, das ist spannend. Na gut, okay. So, erste Dampflok ist angekommen. So, jetzt gucken wir doch mal Gladbeck hier, unser erster Dampflok. Da können wir doch mal zugucken. Die hat 18 leere Plätze, leider Gottes. Gibt es hier den View-Modus? Da, Kameramodus. Und dann gucken wir uns mal die schöne Grafik eigentlich an. Denn das habe ich noch gar nicht bewundert und das finde ich wunderschön hier. Junge, ist das hügelig hier. Himmel, Herrgott, sagt Zement. Das ist ja wirklich ganz schön hügelig. Jetzt weiß ich auch, warum dieses Stück Gleis da so schweineteuer war. Musste die Straße hochlegen oder was denn alles? Gottes Willen. Na gut, okay. Aber es hat funktioniert. Und hier ist jetzt quasi unser wunderschöner Zug. Kann ich da irgendwie andere Kameraansichten noch machen? Da ging noch irgendwie durch die Wegen durch oder so. Das ging doch irgendwie. Ah, man kann so ein bisschen denn hier, ah ja, Kamerasteuerung machen. Hier sieht man unseren Lokführer. Hat ein bisschen Kohle im Gesicht. Naja, gut, wenn man den ganzen Tag halt auf einer Dampflok steht und Kohle in den Kessel schmeißt, diesen dort, dann wird man natürlich auch ein bisschen schmutzig. Hier ist der Kohletender dran, den man natürlich jetzt auffüllen muss und alles solche Sachen. Ich weiß noch nicht, welche Anbauten man alles machen kann. Und hier sieht man dann die einzelnen
Wagen, wo ich jetzt sagen muss, das ist relativ laut im Hintergrund, also jetzt mir auf den Ohren. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es bei euch besser klingt. Es ist aber mit sehr viel Liebe und sehr viel Detail gemacht, muss man wirklich sagen. Warte mal, wie konnte ich denn jetzt... Nee. Oh, Autosave. Ah, okay. Ich hoffe, dass er jetzt nicht mein Dings überspeichert. Ach, wir haben genau eine halbe Stunde rum. So, hier fahren wir jetzt am Industriegebiet vorbei, an der wunderschönen Industrieanlage. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt muss ich mal ein schönes Bild davon machen. Ich muss nur wieder ein bisschen runter mit der Kamera. W ist hoch übrigens. Also hier kann man mit WSAD quasi die Kamera drehen und machen. Und E und D kann man sie sozusagen in sich nochmal drehen. Also da hat man... Das ist ein schönes Tool, muss ich ehrlich sagen, weil man hat auch eine komplett cleane Sache hier und kann hier richtig schöne Screenshots machen. So, und dann gucken wir mal noch ein bisschen, dass wir da ein bisschen näher wieder... Wie komme ich denn eigentlich wieder ran an dieses Teil? Ah, mit X komme ich näher dran. Okay, so. Ich würde sagen, das ist ein schönes Abschlussbild für die heutige Folge. Wir fahren mit dem Wagen jetzt bald in unseren Kopfbahnhof ein. Wir schauen mal, wie viele Passagiere dort dann mit uns mitfahren wollen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr gerne natürlich ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.